Engel, Hiobs Botschaft. Fegefeuer. Jubiläumsausgabe, dritte überarbeitete Neuauflage 2004. Geschrieben von Severin Rast und Oliver Hoffmann. Erschienen bei Feder und Schwert. Gelesen von Mario und Koali. Kapitel 14. Ich ergreife für niemanden Partei und sage keinem Schmeichelworte. Denn ich verstehe mich nicht aufs Schmeicheln, sonst raffte mich mein Schöpfer bald hinweg. Hiob Kapitel 32, 21 und 22. Vers. Als Ashkanael keine Stunde später erneut mit langen Schritten auf die schmiedeeiserne Tür zu den Kellergewölben zustrebte, bemerkte er, dass der ältere Templer mit den Ziegenbärtchen, der dort auf dem Posten stand und der bereits beim ersten Eintreffen des Engels mit den schwarzen Schwingen das Tor bewacht hatte, ihm unruhig entgegensah. Es gab nicht viele mögliche Gründe dafür. Entweder war jemand in den Kerker eingedrungen oder, was allerdings sehr viel unwahrscheinlicher war, die Gefangene hatte einen Fluchtversuch unternommen, wobei der Mann im letzteren Falle höchstwahrscheinlich Alarm geschlagen hätte. Ashkanael blieb stehen und musterte den Mann. Er war etwa so groß wie Ashkanael selbst, trug michaelitische Templergewänder, hatte wasserhelle Augen, einen kleinen, verschämt das Gewand wölbenden Bauch, der davon zeugte, dass der Templer lange nicht in einem Feldeinsatz gewesen war. Sein forschender Blick glitt tiefer, über den Waffengurt und den Beinschienen zu den bloßen, in den typischen Zehenriemen-Sandalen steckenden Füßen. Und dann langsam wieder empor zum Gesicht des Mannes. Der Mühe hatte, sich unter der eingehenden Musterung des imposanten Himmelsboten nicht zu winden. Mit der typischen, selbstbewussten Ruhe eines erfahrenen himmlischen Boten fragte Ashkanael: »Was beunruhigt dich, Templer?« »Ehrwürdiger Engel«, murmelte der Angesprochene nervös und sah zu Boden. »Es war vorhin ein zweiter Bote des Herrn hier.« »Ein weiterer Engel außer mir ist hier gewesen?« »Ja, jawohl, Engel. Es war eine Michaelitin. Sie stieg hinab in den Kerker, kurz nachdem du hinuntergegangen warst, und kam wieder.« »Gar nicht lange, nachdem du wieder heraufgekommen warst. Sie flog förmlich an mir vorbei«, haspelte der Templer. »Sie behauptete, der Prior selbst habe sie hergeschickt.« Er war in seiner Ausbildung immer wieder ermahnt worden, den Engeln gegenüber Ehrfurcht zu zeigen, was ihm zumeist auch ganz natürlich vorkam. Aber dieser finstere Sendbote mit den schwarzen Schwingen weckte ein anderes Gefühl in ihm. Durch seinen grimmigen Blick und sein gesamtes Auftreten machte er dem Templer Angst. Ashkanael sah den unter seinem Blick erschauenden Templer mit einem Anflug von Geringschätzung an. Kein Wunder, dass man diesen Feigling nicht hinaus ins Feld schickte. Wenn er auf einen Engel schon so reagierte, musste er ja im wahrsten Sinne des Wortes die Hosen voll haben, sobald auch nur ein Traumsattdämon am Horizont auftauchte. Ashkanael ertappte sich bei dem Gedanken, dass sein Mentor von dieser Nachricht wahrscheinlich nicht sonderlich begeistert sein würde. Dann zuckte er die Achseln und fragte: »Kennst du ihren Namen, Templer?« »Leider nein, Ehrwürdiger.« »Egal.« Ashkanael richtete sich entschlossen zu seiner vollen, imposanten Größe auf. »Es ist ohnehin zu spät. Sie kann hier nichts mehr ausrichten.« Mit diesen Worten öffnete er die Tür, die der Templer bewachte, und stieg erneut in den Kerker hinab zu Uma. »Was ist? Willst du mich begleiten?« fragte er mit einem Blick zurück über die Schulter zu dem Templer. »Ich danke dir, Engel, aber mein Platz ist hier«, entgegnete er und sah entschlossen geradeaus. »Und außerdem will ich gar nicht so genau wissen, was du da unten eigentlich treibst«, setzte er in Gedanken hinzu. Ashkanael schenkte ihm ein Grinsen, das bar jeglichen Humors war, und machte sich allein auf den langen Abstieg. Ariel spreizte ihre Schwingen und schoss an der Außenwand des Himmels empor. Keine 10 Minuten, nachdem sie an dem Templer mit dem Ziegenbärtchen vorbeigeeilt war, öffnete sie mit zitternden Händen die Tür zu Adoniels Krankenzimmer, wo die anderen ungeduldig gewartet hatten und sie jetzt entsprechend mit Fragen bestürmten. Ariel aber war von den zurückliegenden Ereignissen ziemlich aufgewühlt, und es dauerte eine Weile, bis sie ihre Gedanken ausreichend geordnet hatte
um sich ihren Schargeschwestern mitzuteilen. Nach einem kurzen Blick zu Rahel hinüber, berichtete Ariel ihrer Schar vermittelnd ihre Gedanken. Wie sie am Kerkerzugang auf den Templer gestoßen war und wie sie diesen überlistet hatte. An diesem Punkt fiel ihr Adoniel von seiner Hängevorrichtung her ins Wort. Das kannst du doch nicht machen. Das ist nicht nur glatt gelogen, sondern du hast dir auch noch angemaßt, im Namen eines ranghöchsten Würdenträger der angelitischen Kirche zu handeln. Dank dir wird der Herr der Fliegen uns... Ariel hat getan, was getan werden musste und was sie in der gegebenen Situation für das Richtige hielt, fiel ihm Maloriel kühl ins Wort. Du bist doch sonst so für Abenteuer und Risiken zu haben. Was ist an dieser Sache anders? Der Gabrielit betrachtete seinen silberhaarigen Scharbruder mit einem wütenden Funkeln. Ariel setzte ihren geistigen Bericht fort, indem sie den anderen den unheimlichen schwarzen Engel schilderte, den sie im Kerker gesehen hatte, und die Satzfragmente wiedergab, die sie aufgeschnappt hatte. Schließlich fasste sie ihren eigenen Wortwechsel mit der Gefangenen namens Uma zusammen. Etwas war faul an der ganzen Sache, sendete Ariel abschließend. Ich hatte den Eindruck, dass mir die Frau nicht traute. Ich verstehe das nicht. Ich habe deutlich zu machen versucht, dass ich ihr helfen wollte. Und trotzdem kam es mir so vor, als hätte sie mich nach Strick und Faden belogen. Warum sollte sie das tun? Mischte sich Daniel erstmals in das Gespräch ein. Sie sitzt im Kerker, was hat sie zu verlieren? Vor diesem schwarzen Engel hätte ich auch Angst gehabt, warf Rahel ein. Vielleicht versucht er ja, ihr etwas anzuhängen. Und weshalb? Adoniel konnte sich nicht mehr halten. Das ergibt doch alles keinen Sinn. Was macht dieser Himmel hier nur mit euch? Ihr seht schon Versuchte und Ketzer in den eigenen Schatten und jedem unangebracht gesprochenen Wort messt ihr plötzlich eine geheime zweite Bedeutung bei. Ihr spinnt ja. Sein Blick galt eindeutig vor allem Rahel und Ariel. Daniels Miene signalisierte, dass er ähnlicher Auffassung war wie der verletzte Gabrielit. »Ich bin mir da gar nicht so sicher«, sagte Maloriel bedächtig. »Danke, Bruder«, sendete Ariel zu ihm. »Und was schlägst du vor?«, fragte Daniel ruhig, wie immer. »Gehen wir hin und finden wir heraus, ob sie die Wahrheit sagt«, lächelte der Bewahrer des Wissens. Schließlich hat der Herr den Rameliten eine Gabe verliehen, derer sich Sterbliche nur schwer erwehren können. Ohne die Antwort seiner Schar abzuwarten, wandte er sich zu der geschlossenen Tür. »Warte«, rief ihm Rahel nach, »warum überlegen wir nicht noch einen Moment und bereiten uns besser vor?« Maloriel sah sie nur an und die kleine Raphaelitin gab achselzuckend auf. Als er die Tür erneut öffnete, rief Adoniel mit nörgeliger Stimme, »Hey, warte mal, was ist mit mir? Ihr könnt doch keine so entscheidenden Gespräche führen, ohne dass ich auf euch aufpasse.« »Ich fürchte, die nächsten Runden dieses Spiels werden ohne dich laufen müssen«, grinste Maloriel und wies auf den Brustverband des Gabrieliten. Resignierend seufzte der stämmige Krieger des Herren auf und ließ sich in sein Ruhegeschirr sacken. Als wenig später eine Begine erschien, um ihm frisches Trinkwasser zu bringen und seine Bandagen zu wechseln, waren die anderen vier bereits auf dem Weg nach unten. Als die ihres Gabrieliten beraubte Schar vor der Tür zu der Stiege stand, die laut Ariel in die geheimnisvollen Kelkergewölbe hinabführte, fiel den vier Engeln zunächst auf, dass sie unbewacht war. Hier stand noch vor einer knappen Stunde dieser Templer, von dem ich euch erzählt habe, sendete die hinter einer großen Kiste geduckte Michaelitin und setzte hinzu, wenn wir uns das wirklich ansehen wollen, dann ist dies vielleicht genau der richtige Zeitpunkt. Es könnte auch genau der falsche sein, wenn er gerade unten ist, um nach der Gefangenen zu sehen, wandte Daniel ein. Denn das halte ich für durchaus möglich. Und dann laufen wir im Treppenhaus vielleicht direkt in ihn hinein.
Es könnte auch sein, dass wir Glück haben und er einfach nur seine Notdurft verrichten musste, warf die Raphaelitin ein. Warum auch immer er weg ist, ich habe gelernt, man soll sich den Bewährungsproben, die der Herr schickt, stellen, nicht sie zerreden, schickte Ariel zurück. Und das ist ja wohl sozusagen eine Bewährungsprobe. Damit huschte sie in geduckter Haltung über die offene Fläche vor dem Gittertor auf eben dieses zu. Und die anderen drei folgten ihr ohne weitere Diskussion. Ariel entriegelte die Tür, öffnete sie und ließ Daniel und Rahel vorgehen. Dann huschte sie selbst hindurch. Valoriel, der die Nachhut bildete, warf noch einen letzten Blick auf die seltsame Architektur des ebenerdigen Lagerbereichs und fragte sich, ob er wohl von den Baumeistern der angelitischen Kirche entworfen war oder ob sie möglicherweise gar in vorsintflutliche Gewölbe hinunterstiegen. Dann folgte er seinen Schargeschwistern die Treppe hinab und zog die Tür hinter sich zu. Quälend langsam, Stufe für Stufe, arbeiteten sich die vier Engel abwärts. Alle paar Stufen blieb Daniel, der voraus sich ging, stehen, hob den Kopf und lauschte, nur um dann unmerklich den Kopf zu schütteln und weiterzuschleichen. Valoriel, der große Schwierigkeiten sowohl mit der drangvollen Enge dieses gewundenen Stiegenhauses als auch mit den miserablen Lichtverhältnissen hatte, schnappte sich eine der tropfenden Fackeln und leuchtete sich damit seinen Weg. Daniel hingegen bewegte sich abgesehen von der Vorsichtsmaßnahme des regelmäßigen Lauschens so gewandt, als ginge er über das Parkett eines der hell erleuchteten Prunksäle des Himmels über ihn. Auch Rahels Augen passten sich allmählich dem Halbdunkel an. Alle vier Engel spürten, wie die Trostlosigkeit dieses Ortes ihnen aufs Gemüt schlug. Daniel, der an der Spitze ging, kam es vor, als erkunde er ein bisher unkartografiertes Stück Wildnis, dessen innere Konstellationen und Naturgesetze ihm fremd waren und dem er ständig an allen Ecken und Enden mit Angriffen bisher unbekannter Tier- und Pflanzenarten rechnen musste. Er spürte, wie er nervös wurde. Einige Stufen über ihm stellte Maloriel fest, dass der lange Abstieg in dem für einen Engel von seiner Größe klaustrophobisch engen Treppenhaus gepaart mit der inneren Anspannung an seine Nerven zehrte. Was, wenn sie einem Hirngespinst der Michaelite nachjagten und alles, was hier unten vor sich ging, schlicht und einfach seine Ordnung hatte? Nein, ermahnte er sich. Er tat seiner Schargeführerin sicher Unrecht. Auch wenn ihre persönliche Beziehung nicht mehr dieselbe war, wie sie noch vor einem Jahr war, hatte doch ihr Urteilsvermögen nicht gelitten. Als Maloriel diesen Gedanken nachhing, stellte er zu seiner Freude fest, dass er tief in seinem Inneren bereit war, Ariel überall hinzufolgen und wenn sie direkt in den Rauch des Brandlandes fliegen wollte. Eine Bewährungsprobe, hatte sie gesagt. Das waren seine Worte gewesen. Sie benutzte seine Argumente, um ihren Entschlüssen vor der Schar Rückhalt zu geben. Valoriel musste unwillkürlich schmunzeln, als er auf ihren schmalen Rücken und die geschwungenen, eleganten Flügel vor ihm hinuntersah und spürte, dass seine Zuneigung nicht mehr dieselbe war, wie er noch vor Monaten geglaubt hatte. Das unsichere, flackernde Gefühl war gleichmäßiger Wärme gewichen, wie sie einer wirklichen Schwester gegenüber wohl empfinden sollte. Ein geller Schrei riss den Rameliten aus seiner Innenschau. Verblüfft sah er hoch, konnte aber nicht mehr verhindern, dass er regelrecht auf Ariel hinauflief. Instinktiv riss er die Fackel in seiner Rechten hoch, um ihr nicht die Schwingen anzusengen. Er stellte fest, dass sie mittlerweile unten angekommen waren. Ariel und er selbst standen in dem langen Gang, aber ein kleines Stück weiter vorn sah er Daniels gespreizte Schwingen, die fast den gesamten Durchgang in dem Seitengang einnahm. Der Schrei, der noch immer spitz und lang anhaltend durch das Kellergewölbe gellte, kam von Rahel. Sie musste noch weiter vorn sein als der Orelit. Sie musste sich mit ihrem zierlichen Körper in dem schmalen Stiegenhaus vor ihn geschoben haben. Kaum hatte Maloriel Rahels Stimme erkannt, als er auch schon handelte. Fast schon grob schob er Ariel hinter sich in Deckung und eilte, die Fackel noch hoch erhoben, dass er keinen seiner Scharmitglieder gefährdete, zu Daniel. Dieser spürte seinen Scharbruder kommen und trat instinktiv einen Schritt beiseite, um den Rameliten ein wenig freies Sichtfeld zu verschaffen. Was Maloriel sah, ließ ihn erstarren. Rahel war vor der Zelle auf die Knie gegangen und schrie noch immer.
die Hände um die Gitterstäbe gekrallt, den Oberkörper unbewusst wiegend. In der Zelle befand sich der Grund für ihr haltloses Entsetzen. Blut. Überall war Blut. Uma lag auf dem blutgetränkten Stroh, der Leib zerfetzt, die Bauchdecke aufgerissen und das Innerste nach außen gekehrt. Ihr Gesicht war unversehrt. Auf ihrer Stirn hatte man mit Blut ein Symbol gezeichnet. Maloriel, der sich von jeher für Kulte und Geheimlogen interessierte, kannte dieses Zeichen. Es war das Mal der Jünger des Morgensterns. Eliphas von Bern und Wittgenstein eilten durch die regennasse Stadt. Auf Umwegen durchquerten sie das Gassenlabyrinth der lateinischen Insel, um schließlich nach mehr als dem Doppelten der Zeit, die sie dafür eigentlich für notwendig hielten, den Mietstall zu erreichen, in dem die Rotte und ihre beiden Gäste ihre Pferde untergestellt hatten. Es kam zu einem kurzen, unerfreulichen Wortwechsel, weil der Besitzer des Mietstalls alles andere als erfreut darüber war, mitten in der Nacht aus dem Schlaf gerissen zu werden. Eine nicht unerhebliche Summe Mannas wechselte den Besitzer, und die beiden Männer lenkten ihre Tiere durch den Nieselregen in Richtung Innenstadt. Wittgenstein warf dem Kompteur aus dem Augenwinkel einen verstohlenen Blick zu. Eliphas hatte sich Mühe gemacht, dem ebenfalls angemieteten, abschließbaren Spind im Stall neben dem Sattelzeug auch ein Gurtteil seiner Feldausstattung zu entnehmen. Jetzt hing ein riesiges Rottschwert an seinem Sattel. Es war in einem ölig glänzenden, dem Wittgensteins gar nicht unähnlichem Reitermantel gehüllt und trug brünierte metallene Schulterplatten. Sein Gesicht war unter dem ausladenden Helm und hinter dem metallenen Gesichtsmaske nicht zu erkennen. Diese bizarre, beeindruckende, aber auch fremdartige Gestalt auf dem Pferd neben Wittgenstein hatte äußerlich nur noch wenig mit dem Eliphas, den der Söldner in den letzten Wochen kennengelernt hatte. Nun, er würde wissen, was er tat. Während der einäugige Söldner dem, nach den Ereignissen im Wirtshaus nur noch wortkarger gewordenen Eliphas durch die Nacht folgte, wurde ihm klar, dass dieser tatsächlich der Nova Insula entgegenstrebte. Diese inmitten Roma Aeternas gelegene Insel trug den Vatikan, die Machtbasis des Konsistoriums, an dessen Westseite sich der Lateran, der päpstliche Palast, erhob. Die fünf gewaltigen Brückenbögen, die auf die Nova Insula hinaufführten, wurden Tag und Nacht von schwer bewaffneten Spezialeinheiten der Michaelis-Templer, darunter möglicherweise auch Konsistorialgarde, bewacht. Von früheren Besuchen wusste Wittgenstein, dass an der breiten Ringstraße, die einmal rund um die gesamte Insel verlief, als Vertretungen der anderen vier kämpfenden Orden, deren sogenannten Ordenshäuser, lagen. Von denen aus die Legaten der einzelnen Orden die Interessen ihrer jeweiligen Erzengel durchzusetzen versuchten und Beschlüsse des Pontifex oder des Konsistoriums an die Ordensmitglieder in alle Welt weiterleiteten. Wie wollte Eliphas es nur schaffen, in dieses bewachte Herz der angelitischen Kirche vorzudringen? Doch Wittgenstein beschloss, sich diese Frage später zu widmen, wenn sie akut wurde. Denn zunächst galt es, aufs Festland überzulangen. Bei der Suche nach einem Flößer, der bereit war, sie und ihre Tiere von der lateinischen Insel in die eigentliche ewige Stadt überzusetzen, ging Eliphas Wahl seiner äußeren Entscheidung auf. Die beiden fanden einen jungen Burschen, der in zerlumpte Decken gehüllt unter einem Anglersteg schlief, und Eliphas rüttelte ihn recht unsanft aus dem Schlaf. Als der junge Mann den martialisch wirkenden Beutereiter und seinen finsteren, dreinblickenden Begleiter sah, verkniff er sich alle Fragen, die ihm auf der Zunge lagen, nahm die Münzen, die ihm der Kompteur hinhielt, und setzte die beiden Männer über, offenbar darauf bedacht, die Angelegenheit rasch hinter sich zu bringen und diese nächtliche Begegnung dann ebenso zügig wieder zu vergessen. Eine gute Stunde später glitt Eliphas unter dem Vordach einer längst geschlossenen Schenke vom Pferd. Und Wittgenstein tat es ihm gleich. Von ihrem Standort aus konnten sie die westlichste der fünf Brücken im Auge behalten. Vier Wachen waren auf der gegenwärtigen Seite postiert.
In der Viertelstunde, die die beiden Männer die Brücke beobachteten, begehrte niemand, sie so zu später Stunde zu überqueren. Wittgenstein entnahm einer Manteltasche eine kurze Meerschaumpfeife und einen ledernen Tabakbeutel, stopfte das Rauchutensil umständlich und entzündete es mit Schwefelhölzern. Erst als die Pfeife brannte, er ein paar Rauchwolken in die kalte, feuchte Winterluft gepafft hatte und mit einem zufriedenen Nicken den guten Zug der Pfeife anerkannt hatte, fragte er: »Und nun, Kompteur?« »Ganz einfach, Karl«, entgegnete Eliphas. »Wir tun das Offensichtliche. Lüge und Manna sind die besten Freunde der Heimlichkeit«, sagt Pandano immer. »Lass uns seinen Lehrsatz auf die Probe stellen. Vielleicht hilft ja auch eine Kombination aus beiden.« Dann wandte er sich um und sah den Söldner prüfend an. »Streck die Hände aus.« Keine halbe Stunde später ritten die beiden im Schatten der Mauer, die den weitläufigen Gebäudekomplex des Vatikan umgab, auf einer Pforte zu, die ihnen eine der Templerinnen an der Brücke gewiesen hatte. Wittgenstein spuckte ohne Unterlass Gift und Galle, seit sie außer Hörweite der Wachtruppe waren. »Bist du vollkommen von Sinnen, Eliphas?« wetterte er, während er versuchte, sein Reiter dazu zu bringen, mit dem raschen Tempo Schritt zu halten, das der Kompteur vorlegte. »Was beim Herrn der Fliegen hat dich geritten, zu behaupten, du hättest in der ganz Europa steckbrieflich gesuchten Verbrecher Wittgenstein gefangen und wüsstest ihm zum Verhör direkt in den Vatikan überstellen? Was, wenn sie dich nicht vorgelassen hätten, sondern mich selbst übernommen hätten?« »Jetzt beruhig dich doch«, sagte Eliphas leichthin und freute sich, dass der Gabrielsländer das breite Grinsen hinter seiner Maske nicht sehen konnte. »Es hat doch alles geklappt, oder?« »Aber du hättest mir deinen Plan wenigstens vorher mitteilen können«, schnaubte Wittgenstein. »Wenn ich gewusst hätte, warum du mir unbedingt die Hände zusammenbinden wolltest und dass du vorhast, denen meinen Namen zu nennen.« »Sicher hätte ich das, aber du hast ja auch so gut mitgespielt«, versetzte Eliphas in einem Tonfall, von dem er hoffte, er möge möglichst besänftigend klingen. »Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es hilft, bei solchen Bluffs so nahe wie möglich an der Wahrheit zu bleiben.« Wittgenstein funkelte den ölig glänzenden, lederbekleideten Rücken des Kompteurs an, sagte aber nichts mehr dazu. »Im Übrigen«, setzte Eliphas hinzu, »solltest du die Handfesseln jetzt abnehmen. Da vorne ist die Pforte. Dort werden wir eine andere Taktik anwenden.« Schicksalsergeben seufzte der Söldner, streifte die vorgetäuschten Handfesseln ab und schlug den Kragen hoch, gespannt, was der Kompteur diesmal vorhatte. Wittgenstein war überrascht, dass dieser diesmal eine sehr direkte Vorgehensweise wählte. Als sie die unscheinbare Holzpforte, die zu benutzen man ihnen bedeutet hatte, erreicht hatten, sprang er vom Pferd und klopfte entschlossen an. Eine kleine Klappe öffnete sich, die so geschickt ins Holz eingelassen war, dass man sie zumindest im Dunkeln der Nacht zuvor nicht hatte sehen können, und eine barsche Stimme fragte: »Ja, was gibt es?« Eliphas nahm den Helm ab und antwortete im militärischen Tonfall: »Ich bin Darius, Amatura der Raphaelis-Templer und derzeitig in geheimer Mission.« Es gelang ihm an dieser Stelle fast nachlässig, auf seine Beutereitermontur zu weisen. »Hier in Roma Aeterna unterwegs. Dies ist Werner, mein Adlatus.« Mit dem Daumen deutete er hinüber zu Wittgenstein. »Wir sind hier, um mit euren Gefangenen zu sprechen, dem Engel ohne Flügel.« Zunächst war hinter der Tür nur Schweigen. Dann sagte die körperlose Stimme: »Das geht nicht, Amatura.« Aber sie hatte, ob Eliphas selbstsicherem Auftreten, viel von ihrer gelangweilten Ruhe verloren. »Nun komm schon, Mann«, sagte der Schweizer halb drängend, halb scherzhaft. »Du willst doch einen Amatura nicht im Regen stehen lassen, oder? Außerdem, wenn dieser Hiob hier bei euch ist, dann ist er ohnehin totes Fleisch, oder?« Schweigen.
Eliphas setzte nach. Selbstverständlich soll es dein Schaden nicht sein. Dabei fuhr er wie unabsichtlich über einen breiten Waffengurt, an dem ein lederner Geldbeutel hing. Die Münzen darin klimperten bei der Berührung seines Panzerhandschuhs. Wahrscheinlich hast du recht, Amatura Darius, seufzte der Torwächter. Bei dem ist ohnehin alles zu spät. Die Tür öffnete sich. Im Hineindrängen zischte Wittgenstein Eliphas zu. Darius? Mein Vater, antwortete der Kompteur halblaut mit seinem typischen Haifischlächeln. Dem tut diese Scharade garantiert nicht mehr weh. Und er hat noch was gut bei mir. Dann betraten die beiden Männer den Vatikan.